Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Zelte-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Zelte-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Heichberg Kuppelzelt. Das Heichberg Desichen überzeugte als das effektivste dreimännliche Campingzelt. Es ist komplett aus Polyester gefertigt, hat gute Luftstromhäuser sowie neben einem Wetterzustandsschutzeingang und einer Doppelüberdachung drei interne Zelttaschen. Mit einer Wassersäule von 2000 mm ist das Material nicht eines der wasserdichtesten oder langlebigsten, aber in der Regel völlig ausreichend und auch die Materialdichte profitiert natürlich von der Packungsgröße, mit einer Größe von 16 cm. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Quecher 2. Das Quecher-Modell ist ein Zweimann-Dostzelt, das in nur wenigen Sekunden aufgebaut werden kann, während es sich entfaltet. Es ist leicht in zahlreichen verschiedenen Farben erhältlich und kann neben dem Pfosten auch schnell und auch leicht wieder auf eine kleine Packungsdimension gefaltet werden. Im Labor wurde es mit 200 Litern Wasser pro Stunde pro Quadratmeter besprüht, die das Produkt gut standhielt und damit völlig genug für viel Klimaimbiss im Alltag ist. Auf Platz 3 haben wir die Grand Canyon. Das Grand Canyon Desichen setzte sich als bestes Wander- oder 1-2-Mann Campingzelt durch. Das kostengünstige und gleichzeitig vertrauenswürdige Zelt für unterwegs bietet ausreichend Platz für ein paar Personen, ist solide sowie akribisch verfeinert und bietet auch große Fähigkeiten. Die tragbare Packdimension und das reduzierte Gewicht sind besonders vorteilhaft, obwohl dies eher auf Kosten des Materials hohe Qualität ist. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Gedo Quickrack. Das Gedo-Modell ist ein zweites Zelt im Freien für drei Personen, das in nur wenigen Sekunden aufgestellt werden kann. Das Verpacken ist zusätzlich extrem schnell und auch stressfrei und auch für Laien leicht machbar. Außenzelt und auch Bodenpfanne können mit Sicherungen gesichert und danach mit Kerlseilen gesichert werden, die bei Wind nicht unbedingt erforderlich sind, da sie freistehend und eigenständig sind. Das Campingzelt ist mit einer Schlafkabine und zwei Eingängen ausgestattet und misst insgesamt 3x2x1,30 m. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Campfire-Tunnelzelt. Die großen 4-Personen-Außenzelte von Campfire überzeugten durch hervorragende Handwerkskunst, zwei separate Räume sowie ein tolles Produkt, das auch den ungünstigsten Wetterbedingungen standhält. Das Polyester-Textil hält einer Wassersäule von bis zu 5000 mm stand, das Zelt ist jedoch weiterhin atmungsaktiv, da die Schlafkabine aus einem atmungsaktiven Textil besteht. Es gibt zwei Seiten und einen Vorderangang sowie den sicher befestigten Pavillonboden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.